Ja, was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir Nick, er ist 20 Jahre alt, ein Deutscher, und wir schauen mal seine Fortschritte an. Hat er langsame Fortschritte oder hat er eigentlich durchschnittliche Fortschritte? Das sehen wir jetzt gleich in diesem Video. Und viele werden genauso wie Nick davon betroffen sein, dass bei ihm an manchen Stellen überhaupt nichts wächst. Nach 5 Monaten jetzt beim Nick zum Beispiel. Und da braucht ihr euch nicht zu verunsichern. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nur gute Resultate gezeigt habe, aber es liegt daran, dass die Leute sich so freuen, dass sie gute Resultate haben, dass sie mir auch nur gute Resultate zuschicken. Jetzt hat mal ein Nick, danke an Nick auf jeden Fall, mir seine Resultate nach 5 Monaten zugeschickt, die eigentlich durchschnittlich sind. Ja, man kann so sagen, dass sie einfach durchschnittlich sind. So sollte es sein. Wenn es so bei dir ist, dann ist es kein Problem. Dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Da würde ich sagen, dann schauen wir mal Nick seine rechte Seite an vor der Minoxidil-Kur. Und zwar, so sieht seine rechte Seite vor mit der Minoxidil-Kur aus. Man sieht hier, er hat einen guten Schnurrbart. Man kann schon sagen, am Schnurrbart hat er kein Problem. Ein Kinn hat er, einen guten Bartwuchs, und an den Koteletten hat er einen guten Bartwuchs, aber an den Koteletten ist Schluss. Es geht hier so quasi runter und dann endet es hier am Kiefer und das war's schon. Man kann sagen, Nick und ich hatten damals vor der Minoxidil-Kur dieselben Resultate bzw. derselben Anfangsursprung. So sah ich genauso aus vor meiner Minoxidil-Kur, nur hatte ich weniger Schnurrbart, deswegen ist der Nick hier ein bisschen im Vorteil und ich war 32 und er ist hier 20. Jetzt gehen wir mal auf seine linke Seite. Auf seine linke Seite ist eigentlich fast schon 1:1 wie dasselbe wie auf der rechten Seite. Hier sind die Koteletten genauso, die enden hier am Kiefer, die gehen runter, enden hier am Kiefer. An den Wangen sind ja kaum Barthaare. Der Kinn ist eigentlich ganz gut. Er geht schon langsam hoch zum Schnurrbart, aber er ist noch nicht ganz verbunden. Jetzt auf der rechten Seite war das so, dass die Verbindung noch weniger da war. Jetzt hier auf der linken Seite ist es ein bisschen besser. Das war Nick vor seiner Minoxidil-Kur. Jetzt gehen wir mal 3 Monate in die Zukunft. Und jetzt haben wir dieses Foto hier von seiner rechten Seite. Und seine Koteletten sind hier sehr, sehr gut ausgebildet. Sie sind richtig dick geworden, richtig stark geworden. Sind natürlich noch keine Terminalhaare, aber auf dem guten Weg zu den Terminalhaaren. Ich denke mal, seine Koteletten, wenn er jetzt damit keine Minoxidil nehmen würde, würden sich trotzdem ein bisschen zurückentwickeln und dann wieder weiterentwickeln. Weil man hat ja schon gesehen, dass er da am Bartwuchs hatte ohne Minoxidil. Man sieht hier an den Wangen, dass hier die Wangen sehr, sehr schwach sind. Aber wenn ich jetzt ranzoome, meine Freunde, dann seht ihr, dass da viele, viele Velushaare sind. Und ich denke mal, in den nächsten 3, 4, 5 Monaten werden da auf jeden Fall genauso viele Haare sein wie auf seinen Koteletten. An seinem Kinn hat sich nicht viel geändert. Die ist genauso stabil geblieben, wie sie vorher war. Man kann schon sagen, der Schnurrbart ist fast schon mit den Wangen verbunden. Wenn ihr genauso welche Fortschritte habt und denkt, ihr seid zu langsam und denkt, ihr habt ein Problem, dann habt ihr überhaupt kein Problem. Das ist hier vollkommen okay. Und vielen Dank an Nick für seine Bilder. Jetzt gehen wir mal auf seine linke Seite nach 3 Monaten. Hier sieht es das gleiche aus. Seine Koteletten sind sehr, sehr gut ausgeprägt bis zu den Kiefer und vom Kiefer entlang bis zum Kinn. Sein Schnurrbart ist hier mega, mega, mega. Man kann schon sagen, und der Schnurrbart ist hier fast schon mit dem, mit dem Kinn verbunden. Und das gibt jetzt schon so eine Rundung ums Gesicht quasi, ne? Ansonsten, seine Wangen sind hier auch, sehen von Weitem, ein bisschen lichter aus. Wenn man es wieder ranzoomt, dann sieht man einen Haufen Velushaare. Schaut mal ganz genau hin, Freunde. Also, das ist geil. Das ist geil. Und jetzt springen wir einfach mal 2 Monate in die Zukunft. Wir springen jetzt einfach mal 2 Monate in die Zukunft. Ja, und meine Freunde, und jetzt haben wir leider nur ein Nachherbild nach 3 Monaten. Vorherbild haben wir nicht, aber er versichert mir hier, dass an seinem Halsbereich, an seinem Kinnbereich unten drunter fast kaum Haare waren, bis auf sein Kinn, sein Hals war nichts. Und jetzt zoomen wir mal ran und wir sehen, der Hals bildet sich schon langsam aus. Da gibt es natürlich noch ein riesen Bartloch, aber wenn man wieder hier in dieses Bartloch reinzoomt, dann merkt man, hier geht es schon langsam los und der macht hier schon gute Fortschritte. Jetzt gehen wir mal 2 Monate in die Zukunft. Ja, meine Freunde, wir gehen ganze 2 Monate in die Zukunft auf seine rechte Seite und seine rechte Seite sieht jetzt so aus. Ich würde sagen, seine Koteletten sind hier, Alter, beinahe schon ausgebildet, komplett. Immer noch sehr, sehr schwach geblieben. Ich habe zwar vom letzten Foto gesagt, es wird sich in den nächsten paar Monaten legen, aber ja, es ergibt sich doch noch langsamer. Ja, und er ist jetzt hier nach 5 Monaten. Er ist jetzt bei 5 Monaten und seine Wangen sind immer noch so schwach. Freunde, das ist normal. Das ist normal. Ich sag immer wieder, Minoxidil sollte man mindestens 1 Jahr nehmen. Ja, vorher.
bringt es nichts. Also ich glaube nicht, dass deine Barthaare, die können jetzt zwar explodieren und die können jetzt zwar rauswachsen und die können jetzt zwar dunkel werden und die können jetzt zwar lang werden, aber sie sind dann immer noch nicht terminal. Deswegen solltet ihr aufpassen. Ihr freut euch, ja, jetzt habe ich einen Vollbart und jetzt sind meine Haare dunkel geworden und jetzt brauche ich kein Minoxidil mehr nehmen. Dann passiert genau das wie in diesem Video. Ja, ich verlinke euch hier nochmal das Video in diesem Video. Schaut euch das an. Es ist einfach nur zu früh. Ja, wenn ihr genau wissen wollt, wann ihr, ob ihr schon so weit seid. Manche schreiben mir und fragen mich, seid ihr so weit? Und gestern hatte ich zum Beispiel jemanden, der war schon so weit. Ja, zu dem haben wir gesagt, du kannst mein Video anschauen, wie man Minoxidil absetzt. Und ja, Minoxidil sollte man richtig absetzen. Dazu stelle ich noch dem Doktor bei der Haartransplantation die Frage und der wird euch genauso bestätigen, weil wir der eine und derselben Meinung sind. Minoxidil muss man korrekt absetzen. Und dazu habe ich ein Video gemacht, wie man mit dem Schaum Minoxidil absetzt und wie man mit der Lösung Minoxidil absetzt. Dann würde ich sagen, wir verlinken euch die zwei Videos hier. Ja, dann schauen wir jetzt mal weiter seine rechte Seite an. Sein Kinn ist, Alter, explodiert. Sein Kinn ist bombastisch geworden. Sein Schnurrbart, Mann, Alter, da bin ich selber eifersüchtig drauf. Sein Schnurrbart mit dem Kinn ist auch verbunden. Mit den Wangen ist er auch verbunden. Ja, die Wangenhaare, die jetzt schon da sind, die kleinen minimalen Haare, die schon da sind, aber ansonsten, ja, ganz okay. Jetzt springen wir mal auf seine linke Seite. Ja, so sieht Nick seine linke Seite aus. Genauso wie von der rechten Seite. Seine Wangen sind hier ganz schwach ausgeprägt. Aber man sieht hier, wenn man jetzt reinzoomt, er hat hier ganz viele Velushaare. Und wo Velushaare sind, wo Haarwurzeln sind, da können auch Haare entstehen. Da können auch Terminalhaare entstehen. Deswegen wird hier Nick seine Wangen locker vom Hocker schließen. Er braucht auf jeden Fall nur Zeit. An seinem, ja, seine Koteletten sind hier schon fast terminal geworden. Sein Hals unten jetzt zum Beispiel in dem Winkel von den Koteletten in den Kieferübergang, da sieht es schon für mich sehr, sehr terminal aus. Sein Kinn ist natürlich terminal, der war ja auch schon vorher vorhanden, ja, bevor er überhaupt Minoxidil verwendet hat. Nick, wenn du nachher Minoxidil absetzen willst und denkst, ja, jetzt bin ich schon langsam soweit, du hast ja deine Haare an deinem Kinn, ne? Deine anderen Haare, Barthaare, müssen sich genauso aussehen, müssen sich genauso anfühlen wie die Haare am Kinn. Also, das ist ganz einfach. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in den Halsbereich von Nick und schauen uns das Halsbereich an. Man sieht hier, dieses Bartloch ist fast schon weg. Ja, okay, er hat hier die Kontur geschnitten. Ich verstehe aber nicht, warum er die Kontur so geschnitten hat. Normalerweise müsste man die Kontur so schneiden. Ich mache mal eine Markierung rein. Nick, damit du es auch Bescheid weißt, da muss die Kontur liegen. Dann lass ein bisschen deine Kinnhaare wachsen, damit man den Bartloch in der Mitte deines Halses dann noch verstecken kann. Aber so muss die Kontur sein, weil das andere ist wirklich nicht gut. Alter, das sieht echt hässlich aus. Wenn du willst, dann kannst du nochmal mein Video anschauen, wie man die Halskonturen schneidet. Aber man sieht hier, sein Hals ist komplett von links nach rechts geschlossen in so einem U, in so einem Bumerang. Ja, und ja, ein bisschen Bartlücken, aber Alter, was soll's. Er macht hier einfach weiter mit seinem Minoxidil-Kur und dann wird es sich schon legen. Ja, meine Freunde, jetzt habt ihr heute gesehen, wie schnell Bartwuchs Fortschritte sein können. Ja, sind sie schnell, sind sie langsam, sind sie, bist du zu langsam, ja, bist du zu schnell, ist es okay so. Und ja, manche schreiben mir sogar, die fangen mit Minoxidil an und dann schreiben sie mir nach 2 Wochen, Alter, ich sehe keine Fortschritte, ey, ich glaube, das bringt bei mir nichts. Ich will das Zeug nicht nehmen, das bringt bei mir nichts. Und ich habe zwar keine Nebenwirkungen und so, kein Problem, aber es bringt bei mir nichts, ne, nach 2 Wochen. Alter, nach 2 Wochen, da muss erstmal das Minoxidil die Haarwurzeln anregen. Ja, wenn nach 2 Monaten langsam so kleine Velushaare rauskommen, dann ist es auch okay. Ja, es dauert von Mensch zu Mensch ein bisschen länger. Nach 2 Wochen ist echt ein Witz. Manche schreiben ja auch nach einer Woche und sagen, ey, warum funktioniert das bei mir nicht? Und ja, dann sage ich so, wie lange machst du das denn schon? Und dann sagt er, ja, eine Woche, ja. Das ist ja kein Wunder, ne? Dass nach einer Woche nicht funktioniert. Zieht es erstmal auf jeden Fall, wenn ihr keine Fortschritte seht, zieht es erstmal durch 3 Monate. Und wenn ihr die ersten Haare seht, wenn ihr die ersten Velushaare schon seht, dann könnt ihr ein halbes Jahr durchziehen, ja? Nach einem halben Jahr müsste eigentlich schon überall Velushaare vorhanden sein. Ob sie jetzt rausgewachsen sind und dunkel geworden sind, das wage ich zu bezweifeln. Das ist nicht bei jedem so. Aber dann könnt ihr sagen, ja, okay, jetzt sind aber Velushaare gekommen, was mache ich jetzt? Jetzt nimmst du nochmal Minoxidil ein halbes Jahr weiter ein und nach einem Jahr sehen wir mal, ob deine Haare terminal sind oder nicht. Wenn deine Haare noch nicht terminal sind, musst du vielleicht nochmal 3 Monate dazu hängen.
darauf reinhängt. Ne? Ja, meine Freunde, nicht enttäuscht sein oder nicht traurig sein, wenn es bei euch nicht nach 2 Wochen funktioniert. Das funktioniert bei keinem nach 2 Wochen. Nicht mal bei dem Haarwuchsmonster Chris, den wir ja schon kennen. Von dem her, habt Geduld, zieht die Sache durch. Ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch den besten Haarwuchs, die beste Gesundheit. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Ciao, ciao.